Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Ni No Kuni. Ich bin es, MC Muffix. Beim letzten Mal, was ist denn das Schönes? Möchtest du im Vater Leuchtung? Nein, das ist langweilig. Nö, wir machen das schon richtig. Wir haben beim letzten Mal hier Wächterplatz hier gefunden, also den Pfad der Sonne, und sind hier nun gerade dabei herauszufinden, ja, wie wir weiterkommen. Ist gar nicht mal so leicht. Ah, verdammt, ich habe schon wieder den falschen Weg genommen. Aber jetzt schaffen wir das, Leute. Jetzt schaffen wir das. Hoffe ich. Glaube ich. Ich glaube an uns. So. Aber so kann ich mir das Item nicht holen. Ich will alle Items haben. Nun gut, wir müssen ja die Prüfung zum König machen und dafür müssen wir eben hier die Geschichte eines Jungen namens Oliver. Verdammt, ich weiß nicht, wie ich beide Items holen soll. Naja, dann lassen wir dich Item zurück. So. Wir müssen ja die Pfad des Königs machen, die Prüfung des Wissens, und eine ziemlich schöne Geschichte ist es, um ehrlich zu sein hier, weil es im Endeffekt die Geschichte von Ni No Kuni 1 rekapituliert, auch wenn ich noch nie etwas über einen Drachen gehört habe in Ni No Kuni. So, jetzt müssen wir Tröpfchen, ich glaube dahin, ja genau, dahin drin, weil, und dann, genau, so, sein Item, das weiß ich jetzt natürlich, daran kommt, das ist mir wurscht, jump darüber, zack, und dann haben wir das. Ich lasse dich zurück. So. Gut, also, wie gesagt, wir wollen unseren Wächter hier holen und Evan muss deswegen die Prüfung des Königs hier vollziehen. Und die erste Prüfung haben wir jetzt schon mal abgeschlossen. Es rekapituliert im Endeffekt die Geschichte aus dem ersten Ni No Kuni auch, wenn es das ein bisschen verdreht. Der Junge, der hier Oliver ist. Oh, ich muss die Prüfung nicht bestehen. Okay, gut, jetzt kommt der zweite Teil der Prüfung, so wie es aussieht. Auf ihrem Weg trafen der Junge, oh, übrigens, wen es trifft, Tröpfchen, die Fee, dann Sven, den Dieb, und Esther. Oh, ich kenne mich aus. Auf ihrem Weg trafen der Junge und die Fee auf neue Gefährten. Die erste war die herzensgute Hafenspielerin. Ihre wunderschönen Lieder bezauberten die Herzen der Menschen. Der zweite war ein tapferer Schütze. Sven und tapfer? Naja. Dank seiner Entschlossenheit überwanden die Freunde viele Gefahren. Der dritte war ein weiser Zauberer. Er nahm den Jungen in die Lehre und teilte mit ihm sein Wissen. Nun nicht mehr allein fand der Junge Mut, sich den Kreaturen zu stellen. Gemeinsam sollten die Gefährten auf ihrem Weg viele Kreaturen bezwingen. Also, es rekapituliert im Endeffekt die Geschichte aus dem ersten Ni No Kuni. Nicht ganz akkurat, muss man halt so sagen. Und ich weiß jetzt auch nicht mal, wie dieser Junge hieß. Das war der Mage, aber da kann ich mich jetzt auch nicht mal dran erinnern, wie der hieß. Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, der war immer so grimmig. Okay. Also, sie besiegten viele Kreaturen. Okay. Schauen wir nochmal kurz. Naja, komm, warte, wir können es doch hier machen. Also, die Hafenspielerin. Die gute Esther. Was war? Ah, das war schlecht, Mann. Also, die erste war natürlich die gute Esther, die wir getroffen haben. Genau. Der zweite war der Schütze Sven. Das heißt, wir dürfen da nicht drauf treten. Sven und tapfer. Der hat uns doch immer beklaut. Und dann der Mage, von dem ich jetzt leider nicht mehr den Namen weiß, der uns dann hier geholfen hat. Und jetzt ist die Frage. Nein, will ich gar nicht. Ich will nur die Geschichte nochmal lesen. So, er nahm den Jungen und viele Kreaturen besiegten sie. Hübsch. Also da waren schon ein paar schlimmere. Also, wenn ich erinnere mich zwar nicht mehr so ganz gut an Ni No Kuni, aber da waren schon ein paar schlimmere als dieser kleine Mäuserich da. So. Und Oliver, der hier seinen Zauberstab, später war es ja der Zauberstab Morgenstern hatte, hat er viele Monster bekämpft. So, Kapitel abschließen. Jo, wir haben alles eingesammelt. Sehr schön. Gemeinsam sollten die Gefährten auf ihrer Reise noch viele Kreaturen bezwingen. Genau, Töpfchenaroma, Dreikleberat und ein geweihtes Hölzchen. Ja, ganz nett. Okay. So, und jetzt öffnet sich der Weg von uns. Ja gut, das nachdem man es verstanden hat, ist es natürlich immer ganz easy, Mann, eigentlich. So, die Prüfung ist Wissen. Ich will gar nicht wissen, was die Prüfung ist Mut und so weiter. Ich möchte nicht alleine mit ihm kämpfen. Was ist das? Der böse Drachen ward von vier Türmen beschützt, die zunächst zu zerstören galt. Der erste Turm zerschmetterte den Zauberer.
mit einem Wort. Der zweite fällte der Schütze aus der Ferne. Den dritten Turm stürzten Krieger, angeheuert von der Harfe in Klang. Den vierten Turm zerschieß die Fee mit dem ganzen Körper. Seine Türme Macht beraubt, kam der Drache zum Kampf heraus. Und in einem Moment, als der Drache ihm seinen Schwachpunkt zugewandt, sprach der Junge den heiligen Zauber. Das Juwel zersprang, das Drachenleben in sich band. Und endlich war das Biest erschlagen, so kehrte Frieden in die Welt zurück. Das, muss man nun mal ganz ernsthaft sagen, ist nicht die Geschichte aus Ni No Kuni 1. Das ist alles herbeigezaubert. Na gut, er ist der Magier. War da hinten, dann sehe ich Sven. Das zweite war der Schütze, oder? Genau, der Schütze. Soll ich da jetzt rüberkommen? Oh, was ist da? Okay, der Drache. Also, im Endeffekt war ja die Geschichte aus Ni No Kuni 1 ja so dann abgeschlossen, dass man dann die Weiße Königin besiegt hat. Dass man auch in diesem ziemlich coolen Kampf am Ende dann... Okay, jetzt muss ich den, glaube ich, so drehen, dass er den anschaut. Alle auf die drauf gestimmt sind, aber es war niemals ein richtiger Drache da unterwegs. Und ich erinnere mich jetzt auch nicht an vier Türme. Aber nun gut, vielleicht ist meine Erinnerung falsch. So, das kann ich mal holen, ne? Dankeschön. Verdammt, wartet. So. Jetzt habe ich verkackt. Jetzt habe ich verkackt. Oder warte. Nein, ich habe verkackt. Ich kann ihn nochmal machen. Weil ich muss jetzt so drehen. Hä? Okay, da haben wir jetzt einen Fehler gemacht. Nein, ich bin doch noch am Anfang. Der dritte stürzten Krieger von der Harfe klang. Okay, das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Von der Harfe klang, ja, die Krieger stehen da. Ach so, wahrscheinlich muss sie die Krieger anschauen und nicht den Turm. Nun gut. Also Esther hat schon mit ihrer Harfe da immer schön gekämpft, aber ich weiß nicht, ob dank dem Harfengesang hier dann alle kommen sind. Aber das ist eigentlich ganz nett, wenn man sich das so anschaut, weil das ist im Endeffekt so auch ein Beispiel dann, wie Mythen halt teilweise eben auf andere Art und Weise wiedergespiegelt werden. Jetzt habe ich schon wieder verkackt übrigens. Aber jetzt schaue ich mal, ich habe schon wieder verkackt, Mann. Ich darf mir das erste Item nicht als erstes holen, so. Ja, aber das bringt mir nichts mehr. Ja gut, aber jetzt habe ich es verstanden. Okay, gut. Za, 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 za. Jumpt einfach drüber, Mann. Nee, das wollte ich mir jetzt nicht. Ist mir wurscht. Lieber verliere ich das, bevor ich da jetzt was Doofes mache. So. Gut. So. Komm, Sven. Mach sie alle platt, Mann. Gut, jetzt haben wir es. So. Und mein Fehler ist immer, ich hole immer das Item, aber dann fällt der eine Weg weg. So, und der Drache, den es nicht gab, oder den ich vergessen habe. Am Ende war doch Cassiope, die weiße Königin. Deswegen hieß das Spiel. der Zorn der weißen Königin. Nein, jetzt hab ich's. Jetzt hab ich's. Okay, wartet. Nee, das... Na, das passt nicht. Keine Ahnung, wie ich an das Item kommen soll. Also an beiden Items zu kommen ist schwer. So viel steht fest. Dann gehen wir da hoch. Okay, das ist wurscht, was ich da mache. So. Dabei hat Esther eigentlich immer ganz gut reingehauen. Ach verdammt, ich hätte mir nicht das Item holen sollen. Ja gut, machen wir erstmal weiter. Vielleicht sterben wir nochmal, dann kommen wir es nochmal machen. Und wenn nicht, dann lade ich nochmal neu, Mann. So. Okay, da darf ich jetzt nicht drauf, weil Oliver kommt am Ende. Da muss ich jetzt lang. Tröpfchen, mach sie fertig. Ich hoffe, wir finden Mama-Tröpfchen nochmal in diesem Spiel. Ja gut, und jetzt ein Schwachpunkt. Ich weiß nicht, das
Spektrum auf seiner Stirn, ne? Ja, ist mir so wurscht, dass ein Item vergessen wird. Das passt schon. Und im Moment, als der Drache ihm seinen Schwachpunkt gegenwarf, kam der Zauber Morningstar! Das Juwel zersprang, das Drachen seinen Leben band. Und endlich war das Biest besiegt. So. Okay, so halbwegs zumindest. Ja. Gut. Okay, die Statue haben wir überzeugt. Und jetzt kommt die Prüfung des Mutes. Ob Evan so cool wird wie Oliver? Ich bezweifle das. Aktuell noch. Aber wer weiß. Oh nein. Jetzt müssen wir kämpfen. Alter, was ist das für eine Plattform? Wo? Bin ich über dem Himmel? Dies ist die Prüfung des Mutes. Fülle dein Schwert mit all deinem Mut und stelle dich dem Gegner. Ich will Rowland spielen. Das ist auch so klar. So, aber ich habe meine kleinen Freunde dabei, das ist immer ein etwas. Das sieht aber sehr geil aus hier. Das habe ich schon mal gespielt. Glaube ich. Glaube ich. Letztes, ich habe ja schon mal öfters erzählt, ich habe das Spiel schon teilweise gespielt. In zig Demos und ich glaube, das war das. Ich bin mir gerade nicht sicher, es könnte aber sein. Ja, genau, das habe ich gespielt. Das habe ich schon mal gespielt. Auch wenn ich mich nicht mehr erinnern kann, was kommt. Barbar, die fleischgewordene Mutprobe. Ein riesiger Affe. Okay, gut, also. Jetzt müssen wir mal wirklich. Alter! Ich bin noch ausgewichen, warte. Sehr schön. Also, ich muss mir ja aktuell. Da sollten wir uns nicht treffen lassen. Komm, Kanone. So, jetzt kommt Darkness. Die Attacke macht so krass wie Schaden, das ist sehr schön. Oh oh. So. Ja, wir machen das ganz gut. So, jetzt hüpft er erstmal wieder. Jetzt ist er wütend. Aber ich kann auch wütend werden. So, und das war's. Die Finsternis-Attacke ist so geil, Mann, aber jetzt hat sie ihn nicht richtig getroffen. Na doch! Sehr schön. Oh, ei. Die Finsternis-Attacke ist ja so badass, Mann. Ein paar Kostüm-Stiefel. Dankeschön. Evan. Sieht so aus, als wäre es geschafft. Rowan Shanty. Was ist jetzt mein Wächtergeist? Komm, ich will den ultimativen Drachen haben, Mann. Evan Petty Whisker Tildrum, thou hast proven thyself worthy. A kingmaker shall be thine. Where is it? Oi! Don't be here, man! Huh. Will denn dieser Winzling? Ist das ein Monster? Oh, the cheek. Jetzt legt's aber 13. Ich bin ein stattlicher Wächter. Ich bin weder winzig noch sonst was. Nach so einer Frechheit, da zieh ich auch eins über. Hallo? Du, bist du der Wächter? Was schreibt man? Aber hallo, ich bin Remy, freut mich.
Dann hat Evan die Prüfung also bestanden. Und ist berechtigt, König zu werden. Jupp, so ist es, wenn man meine Gunst hat. Irgendwie habe ich mich die völlig anders vorgestellt. Okay. Ey, ihr seid ganz schön unhöflich. Wenn ich erstmal loslege, bin ich nicht zu stoppen. Zugegeben, momentan bin ich noch etwas... Egal, lass uns schnell den Pakt schließen. Hast nicht zufällig so eine coole Paktutensilie mit, oder? Ach so, Paktutensilien sind was Heiliges. Also keine Waffen, mit denen man Monster platt macht. Oh, ich wusste gar nicht, dass man sowas braucht. Ah, dieses Schwert und diesen Stab kann ich dann wohl nicht nehmen. Dieses Schwert und diesen Stab kann ich dann wohl nicht nehmen. Was ist denn sonst noch geeignet? Seine Ohren, sein Cape. Nehmen, was dir lieb ist, aber mach ihn. Ah. Wie wäre es mit diesem Zweig? Also dann, Moment. Zweig? Sechst. Mit dem Pakt? Ein Pakt mit einem Zweig? Ich werde nicht mehr. Etwas mehr Rest. Ah, egal. Habt ihr schließlich die Wahl gelassen. Sieht ja auch einigermaßen robust aus. Wird schon passen. Dann also zum Pakt. Erstmal musst du den Zweig hochheben. Come on, come on. It's beautiful. Righto, my turn. That's us joined forever. Good. Was du gerade gesehen hast, war ein Wächterband. Das ist die Verbindung zwischen König und Wächter. Das Wächterband? Ist es nicht ein bisschen dünn? Sieht nicht besonders stabil aus. Naja, wir haben es ja gerade erst geschaffen. Wenn das Königreich wächst, wird die Verbindung zum Wächter tiefer und das Wächterband wird stärker. Dann sollten wir schleunigst mit der Gründung unseres Königreichs beginnen. Das ist die richtige Einstellung, Mann. Flip! Ach so, fast vergessen. Ich hab noch was Cooles, das ich dir geben muss. Was Cooles? Was total cool ist, guck. Sein Blick, Mann. Kaffeekühleis. Alter, sein Blick. Und was ist das? Eine Steinplatte? Ne Steinplatte? Ihr habt mir wohl verhört. Da schließe ich all meine wächterliche Kraft drinne. Innenes Kampfequalizer. Cool, was? Der Kampfequalizer ist ein sehr nützliches Werkzeug, mit dem du dir verschiedene Vorteile im Kampf sichern kannst. Wähle im Hauptmenü den Kampfequalizer. Wenn du ihn richtig benutzt, kannst du noch wirkungsvoller kämpfen. Das wird ein Spaziergang. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe keine Ahnung, was uns das Ding bringen soll. Nur Geduld, Übung macht den Meister. Wenn ihr den mal erst benutzt, werdet ihr schon verstehen. Damit wäre der Pakt also geschlossen. Kehren wir erstmal zum Versteck der Luftpiraten zurück. Oh, Frischluft. Mann, ist das lang her. Gut, dann lasst uns den Postbericht erstatten. Und damit haben wir nun unseren Wächter und ich habe schon befürchtet, Mann, es wird eine Art Tröpfchen kommen. Leider sieht er. Und er hat auch so, also nicht ganz so schön, man hat ja noch nicht leider in so viel reden gehört. Er hat auch schon wieder so einen lustigen Dialekt eben wie Tröpfchen, der auch so einen richtig schönen Wusten, sage ich jetzt einfach mal, Dialekt hat. Das ist so ein richtig, ja, wie sage ich da? Ihr versteht, was ich meine. Auch
Und im Deutschen wird es ja auch so ein bisschen übersetzt. Ich versuche ihn halbwegs zu imitieren. Nun gut, Leute, wir haben zumindest einen Wächter, wie gesagt. Also irgendwie ist der Wächter von Rataleon ein bisschen eindrucksvoll, aber das kann ja noch kommen. Rex sagt man, das ist dann jetzt seine wahre Form, Mann. Und vielleicht wird er irgendwann mal zum Superdrachen. Ich möchte auch nur einen Drachen haben. Jetzt schau mal, Kampf-Equalizer. Du findest hier eine Reihe von Reglern, mit denen du bestimmte Parameter für Effekte und zu bearbeiten kannst. Du kannst zum Beispiel den Schaden gegen bestimmte Monster oder Resistenzen und gegen Elemente erhöhen. Natürlich gibt es Vorteile nicht auf dem Silbertablett serviert. Du musst Kampfpunkte sammeln, um sie freizuschalten. Kampfpunkte erhältst du immer dann, wenn du Level deiner Gruppenmitglieder steigt. Training ist also unerlässlich, wenn du den Kampf-Equalizer mit all seinen Funktionen nutzen willst. So, Kampfbelohnung. Passe die Belohnung an. Okay. Monstertypen, erhöhe den Schaden. Also, bevor du diesen Bereich erweitern kannst, musst du ihn zunächst erweitern. Okay, ich habe zwar ein... Warte mal. Hier, Elemente und Zustandsresistenz. Also, das Problem ist aber, wenn ich das richtig sehe, wenn wir irgendwas Positives machen, haben wir auch gleichzeitig eine negative... Wahrscheinlich, also wird irgendwas anders stärker. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier ich habe eine höhere Chance, dass ich Taumeln verhindere. Dafür habe ich eine höhere Chance, dass ich Brand habe. Das Einzige, was sind die Kampfparameter. Diese Parameter, die dir im Kampf Vorteile verschaffen. Die Belohnung? Okay. Den machen wir als erstes. Ach, Kampfparameter. Nur damit ich sie überhaupt freischalten kann, das ist schon viel. Nee, vergrößere das Zeitfenster, in dem du nach Ausweichen angreifbar bist. Nicht angreifbar. Reduziert Zeit, in dem du aus Kampf zu fliehen, das ist blöd. Erhöht die MP-Wiederherstellung von normalen Angriffen, das ist praktisch. Erhöht den Schaden starker Nahkampfangriffe. Achso, ich habe jetzt aktuell nur einen Punkt. Okay. Okay, aktuell kann ich nur eins machen. So, dann machen wir den hier. Können wir auch noch erweitern. So, was habe ich denn? Also. Erhöht die Menge an erhaltenen EP und Gulden. Diese erhöht die Menge an erhaltenen seltenen Materialien. Erhöht die Menge an EP und seltenen Materialien. Ja, EP und Gulden hört sich eigentlich gut an. EP ist immer gut. EP und Gulden. Machen wir erstmal den. Jo. Ach, ich kann gleichzeitig alle upgraden. Kostet mich aber dann nochmal 10 Kampfpunkte. Und hier haben wir dann die Zustandsresistenzen. So, die Monster teilen sich 6 Typen auf, die im folgenden anhand repräsentativen Beispiel vorgestellt werden sollten. Harte Monster, dazu gehören Ziegeliten und Roboter, deren Körper aus Stein und Metall besteht. Weiche Monster, dazu gehören Monster wie Wubblies oder Plasmaskelette, deren Körper aus einem zähflüssigen Material besteht. Naturmonster, dazu gehören natürliche Wesen wie Tiere, Pflanzen, zum Beispiel Dornwölfe und Blitzmaterie. Drachenmonster, dazu gehören Drachen oder drachenähnliche Monster wie zum Beispiel Blitzdragons und Exvivens. Feenmonster, dazu gehören etwa eigenartige Monster wie Flauschfeen und Mentale. Dämonenmonster, dazu gehören Monster, die ein bisschen wie Menschen verhalten, zum Beispiel Chinchillas oder Eunklongs. Manche Ausrüstung ist gegen bestimmte Monstertypen besonders wirksam. Es empfiehlt sich also, die Ausrüstung immer wieder an das Sprechen gegen anzupassen. Darüber hinaus kannst du im Kampf-Equalizer den Angriff gegen die jeweiligen Monster verbessern. Aber aktuell habe ich nur einen Punkt. Aber ich kann auch nicht auf beide Seiten deskalieren. Ich kann es immer nur auf eine Seite skalieren. Also aktuell haben wir eh nur einen Punkt, deswegen können wir eh nicht mehr machen. Jetzt kommen hier noch Zustandsresistenzen, können wir nochmal machen. Das kostet mich jetzt einen Punkt. Manche Angriffe sind einem Element zugeordnet. Der Zauber Feuerball gehört zum Beispiel Feuer an. Es gibt 5 Elemente. Feuer, Wasser, Wind, Licht, Dunkel. Je nach Monster verursachen Angriffe einen bestimmten Element mehr oder weniger Schaden. Nimmt ein Gegner beim elementbezogenen Angriff kaum Schaden, hat das Monster vermutlich eine Abwehr gegen dieses Element. Finde den Schwachpunkt. Das ist allerdings auch für Evan und die anderen. Bereite dich auf den Kampf gegen Monster eines bestimmten Typs gut mit der entsprechenden Ausrüstung vor. Okay. Gut. Was ist das? Widerstand gegen Windstaden oder Schlaf? Wir machen Feuer.
Feuer ist immer gut. Und ich könnte mir jetzt hier noch einen Skillbaum kaufen. Mehr EP. Immer mehr EP. Aber ich kann mir jetzt auch aktuell nur einen kaufen, so wie ich das sehe überall. So. Weil ich wüsste es... Oder wartet, hier... Ah, hier, erweitern. Hier können wir das machen. 11 Kampfpunkte. Eigentlich würde ich das gerne machen. So, alles auf Erfahrung mehr. Und so viel habe ich noch mal. So, gut. Dann langt es auch erstmal. Gut, Leute, wir haben wieder was gelernt. Wir haben nun unseren eigenen Wächter. Und ich würde sagen, wir gehen nun zu Zoran. Vielleicht würdigt er uns jetzt als König. Hat das eigentlich irgendjemand interessiert? Würde mich mal interessieren. Oh, die Dächer von Goldorado. Oh, güldene Pracht. Genusswandel in meinem Mund. Goldorado. Wegen des Putsch... Wo sind? Kann ich das nicht mal machen? Wegen des Putsches in meiner Heimat werde ich wohl eine Weile auf Wanderschaft bleiben. Kann ich irgendwie nachvollziehen. Auch Leute, Mann. Jetzt erwartet uns hier die Open World, Mann, und es wird immer spannender. Bevor wir jetzt aber, wie gesagt, erstmal mit Zoran reden, ein kleiner Cut und dann geht's beim nächsten Mal weiter mit Ni no Kuni 2. Bis dahin, haut rein, auf Wiedersehen. Ciao.